Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute die Gravity Challenge und zwar meine Freundin Lia, die hat so eine Umfrage gemacht und da hat das irgendwer vorgeschlagen und jetzt muss ich die Gravity Challenge machen. Naja, auf jeden Fall gibt es die Gravity Challenge plus die Auflösung der Push-Up Challenge. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, damit ihr erfahrt, wer gewonnen hat und nicht ihr nur rätseln müsst, wer das am Ende das Ding gerockt hat. Aber für die Gravity Challenge, der Gewinner darf heute aussuchen, wo wir Essen bestellen. Das heißt auch noch inklusive ein Lieferando-Check. So ein krankes Video heute. Viel Spaß dabei. So, wir haben noch gar keine Ahnung, was die Gravity Challenge überhaupt ist. Deswegen müssen wir jetzt erstmal abchecken, was der Spaß überhaupt, was das Ganze auf sich hat. Hier, Center of Gravity Challenge. Geht TikTok. 50 Sekunden, das können wir mal kurz gucken. Internet läuft nicht? Irgendwie nicht. Super, dann. Also du stehst. Das soll schwer sein. Jetzt stehen wir so 5 Minuten. Also das Video, was ich gesehen habe, war anders. War, du gehst hier irgendwie in die Fangposition und hier die Ellbogen auf dem Boden, ne? Und dann musst du die Hände weglegen, hintereinander rücken. Mhm. Weil sonst ist der Winkel nicht so groß. Das ist ja voll einfach, das zu halten. Ja, okay. Und ich habe gehört auch, dass die Frauen besser sind in der Challenge. Tatsächlich. Sie sagt, dass es die Frauen nicht besser sind darin. Okay. Okay, starten wir einfach. Machen wir einen Timer, wie lange wir die schaffen oder wie machen wir das? Erstmal überhaupt schaffen, ne? Also wir gehen jetzt erstmal in die Position zusammen. Wir gehen nach vorne und die Ellenbogen drauf. Genau. Warte mal, wir müssen jetzt natürlich gleichzeitig starten. Und dann nehmen wir die Arme hoch und halten die Position, ne? Mhm. Okay. 3, 2, 1, los. Das ist übrigens einfach. Die Frage ist, also ich habe ja keinen 90 Grad Winkel zwischen Hüfte und Beine, dadurch, dass ich so weit unten bin. Ja, ich denke deswegen ist das so leicht. Ich glaube, wir machen das nicht richtig, oder es gibt ja keine genauen Regeln. Also wenn wir das jetzt so, wenn wir gucken, halten das jetzt so? Ja, das ist ja übelst einfach. Ja, bis hier Unfall, ne? Wer als erst umfällt. Ja, das kann aber nicht sein. Das ist ja viel zu einfach, die Challenge. Alle Männer scheitern daran anscheinend, deswegen geht das viral. Ja, aber du bist ja auch kein typischer Mann von der Beweglichkeit und so. Erscheinende Bewegung, die Hände hinter den Rücken verschränken. Ziel ist das gleiche durch Zeit, um nicht hinzufallen. Ja, das ist zu einfach für uns einfach. Sollen wir die Arme nach vorne tun? Scheiße! Jetzt habe ich verloren, wenn wir die Arme nach vorne getan haben. Ja, nach vorne ist viel schwieriger. Ja, weil dann ist. Weil dann der Schwerpunkt vorne ist. Hast du schön getrickst. Jetzt darf er Essen aussuchen. Endlich darf ich Essen aussuchen, Leute. Ich hätte so gern Sushi gegessen. Tja. Gibt es jetzt kein Sushi? Nein, Sushi ist auch so ein besonderer Tag. Das ist ein normaler Tag. Okay. Okay, Leute. Dann sehen wir uns gleich beim Lieferando-Check wieder. So, Leute. Während ich jetzt mir das Essen aussuche, darf die Lia euch verkünden, wer die Push-Up-Challenge gewonnen hat. Warte, eine kleine Feststellung gerade. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du das Essen komplett aussuchst? Ich dachte, du suchst nur den Laden aus. Und ja, ich darf mein... Ja, ja. Aber ich darf mein Gericht noch auswählen, ausnahmsweise, oder? Ausnahmsweise. Okay, okay. Das nächste Mal spielen wir ums Gericht. Okay. Ich verkünde euch jetzt die Ergebnisse der Push-Up-Challenge. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ich lese jetzt nochmal nach, damit ihr wirklich
die richtigen Ergebnisse habt. So, hier. Also, wir haben das Ganze ordentlich ausgezählt und ich bin tatsächlich überrascht über das Ergebnis. Ich habe ja meine persönliche Leistung, also ich habe mir vorgenommen, 300 zu schaffen, geschafft mit tatsächlich 335 Push-Ups in 30 Minuten. Schaut euch das Video unbedingt an, das ist das letzte Video bei mir. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, also es war wirklich heftig. Ich hatte übrigens den heftigsten Muskelkater meines Lebens, ich glaube 6 Tage lang. Also am ersten Tag weißt du, ich konnte meinen Arm nicht mehr komplett hochheben. Es war wirklich schlimm und es ist auch nicht gesund, oder? So viele Push-Ups zu machen. Also ich glaube, wenn man das einmal macht, ist es nicht so schlimm. Ja. Aber ich habe mal mit Peter und Leo zusammen die King Arthur Challenge gemacht. Da hast du, glaube ich, 1000 jeden Tag, 30 Tage lang. Oh und Gott. 100 Pull-Ups und keine Ahnung was alles. Dann kriegst du einfach nur Schmerzen wahrscheinlich. Ja. Also in der Schulter, Gelenkprobleme, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, ich habe 335 Push-Ups gemacht in 30 Minuten und der Daniel hat 349 Push-Ups gemacht in 30 Minuten. Es ist so knapp aneinander, also 35 zu 49, das ist ja fast gar kein Unterschied. Wir hätten halt echt mal währenddessen, hätten wir währenddessen mitgezählt, hätten wir uns, glaube ich, so gegenseitig noch mehr versucht, so, boah, ich will jetzt mehr machen als der andere. Aber ich habe leider verloren. Somit knapp verloren. Ja, ich finde, wir sollten mal eine Revanche machen, oder? Ja, nächstes Mal. Ja, erstmal brauchen wir jetzt ein halbes Jahr Erholung, bis wir die nächste Push-Up-Challenge machen. So, was hast du gefunden? Paffrater Frittenbude. Die liefern zu uns. Bei der Frittenbude ist eigentlich, also Leute, wir haben übrigens 21.07 Uhr, wir sind immer so spät dran mit dem Essen. Ja, deswegen müssen wir auch ein bisschen... Aber die liefern alle noch um die Uhrzeit, ne? Ja, sonst würde das ja wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Ja, eben. Gut, ich suche mal Essen aus, Leute, und dann melden wir uns gleich wieder, wenn das Essen da ist. So, Essen ist angekommen von La Vita Lifero. Sehr kreativer Name. Karte haben wir mit am Start. Also vom Preis her fand ich die jetzt nicht zu teuer. Die mittlere Pizza hat 7 Euro gekostet. Was hast du für eine Pizza? Die Pizza Döner. Ach, die sieht auch normal groß aus. Ist nicht geschnitten. Abzug. Oh shit. Ich habe etwas gewagt, Leute. Ich habe ein Nudelgericht mit Scampis bestellt bei einem, ja, ist das ein Pizza? Italiener irgendwas? Das ist safe ein Türke. Ein Türke, ah ja, okay. Und der Daniel ist immer so vorsichtig mit so Fischgerichten. Aber es sieht gut aus, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Mit Sahnesoße. Ich hätte dazu schreiben sollen, dass sie es schneiden müssen. Machen die das nicht einfach so? Ja, nicht alle. Manchmal muss man das extra dazu schreiben. Andererseits, wenn die Lieferzeit länger ist, ist auch besser, wenn es nicht geschnitten ist. Ja, wenn es weniger ist, dann nicht mehr so heiß ist, ne? Genau, ist dann halt... Also meins cremt auf jeden Fall ordentlich. Ich glaube, es ist heiß. Deins sieht doch echt besser aus, als ich dachte. Ja, ich hatte richtig Bock aufs Gampen. So, ich probiere jetzt aber erstmal, sodass wir hier die Bewertung machen können. Du hast natürlich auch schon wieder geschlabbert. Ich habe direkt geschlabbert. Richtig, richtig lecker. Voll gut. Hat aber auch 9,50 Euro gekostet, muss ich dazu sagen. Also teurer als Daniels Pizza. Was sagst du? Ja. Die Pizza kann man auf jeden Fall essen. Ist gut, nicht zu fettig. Das ist mir immer voll wichtig. Mhm. Wenn Pizza so von Fett trieft, dann kriege ich immer einen Anfall. Da hatte ich auch ein bisschen Angst beim Nudelgericht. Aber das ist echt gut. Ja, du bist ja Al Capriccio gewöhnt. Al Capriccio, ey, in Rehfahrt, Leute. Hauptbestandteil ist da irgendwie Sonnenblumenöl oder sowas. Wenn ich da die Lasagne esse, das ist schon... Da ist schon, wenn du schon diese Pappe aufmachst und die ist schon voll durchgeweicht oben, das ist bei mir schon vorbei. Ja, natürlich Tzatziki und Sriracha Soße, weil ich pimp die Pizza natürlich jetzt. Mhm. Also, 4 Löffel. Ich würde der Pizza jetzt so... Ja,
halt nichts Atemberaubendes, aber ist auch nicht schlecht. Schon, ja, eine 5 von 5. 5 von 10. 5 von 10. Also mittelgut. Den Fehler habe ich letztes Mal schon gemacht. Ich sag 7 von 10 bei meinem Gericht. Also ich bin echt sehr zufrieden. Nimm dir mal einen mit Scampi. Probier jetzt mal hier den. Das Nudelgericht. Hier, den musst du mitnehmen. Oh Gott. Pass auf. Oh, wieder getropft. Oh je. Also für mich ist halt zu lasch das Nudelgericht. Ist halt nicht scharf, ne? Ist so eine, auch so eine 5 von 10. Okay. Ist okay so, solide. Also wenn man mal relativ günstig, relativ schnell was bestellen möchte, kann man auf jeden Fall La Vita Le Ferro kann man empfehlen dafür, weil es einfach solide ist und für den Preis, was es gekostet hat und auch die restlichen Preise sind voll okay. Also eine Big Pizza kostet, die teuerste Big Pizza kostet einen 10er glatt, das ist Frutti di Mare, die sind immer teuer, weil Meeresfrüchte. Und wenn ich jetzt hier gucke, ich hätte eigentlich noch 1,50 Euro drauflegen können, dann hätte ich eine große gehabt. Aber wir hatten ein bisschen Zeitstress, weil die auch nur bis 10 Uhr offen haben. Ja, aber unter der Woche bis 10 ist auch okay. Nudelgerichte ist das teuerste deins, Scampi. Geil. Die anderen sind alle Arrabbiata 57, voll okay, Salate. Kann man mal machen auf jeden Fall. Pizzabrötchen sind auch nicht zu teuer, normale Preise, durchschnittliche, gute Qualität. Halal Food. Alles halal. Zertifiziert, sehr gut. Erklär doch mal, was das bedeutet. Ja, da wird so ein, das ist halt im muslimischen Glauben, wenn ich das jetzt richtig erkläre, dass das Tier nochmal ein Gebet bekommt sozusagen, bevor es geschlachtet wird, dass es dem Menschen jetzt dient als Essen. Wenn ich das richtig weiß noch. Kommentiert, falls es anders ist. Yes, lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Ciao.